Moin und hallo, ich bin Hermann und willkommen auf meinem Kanal. Wie ihr seht, sind wir schon wieder unterwegs. Wir waren ja letztens gerade in Göteborg und dieses Mal sind wir für 3 Tage in Prag unterwegs. Ich war da schon mal, das ist aber allerdings schon ein paar Jahre her. Da schrieben wir noch das Jahr 1986. Da war zum Beispiel das Attentat auf Olaf Palme. Helmut Kohl war noch Bundeskanzler. Die Katastrophe von Tschernobyl war da. Und das eine Space Shuttle ist auch in die Luft geflogen. Also, das sind doch nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte her. Es wird sich wahrscheinlich hier auch in der Zeit einiges geändert haben, weil auch zu diesem Zeitpunkt war Deutschland leider noch geteilt. Aber in den Jahrzehnten sind wir dann halt auch alle so ziemlich zusammengewachsen. Wir haben hier ein typisches B&B Hotel bezogen, was wir immer gerne nutzen, auch bei unseren Frankreich-Touren. Da waren wir eigentlich bis auf 2 immer zufrieden gewesen. Es ist auch relativ groß, zwar einfach gehalten, aber für Prag sehr günstig. Wir bezahlen jetzt, also ich hatte glaube vor 2 oder 3 Monaten schon das Hotelzimmer gebucht, bezahlen wir jetzt ungefähr 270 Euro. Ich hatte vorgestern oder gestern noch mal geguckt, was das Hotelzimmer jetzt kosten würde in der Zeit. Da wären es ungefähr 330 Euro. Wir müssen uns noch überlegen, was wir heute machen. Zumindest es ist schon später Nachmittag. Wir wollen noch mal kurz hier die Gegend angucken. Es ist auch in der Nähe der Moldau und wir möchten auch noch was zu Abend essen. Jetzt sind wir so langsam angelangt in der Innenstadt von Prag. Hinter mir das graue Gebäude ist der 75 Meter hohe Pulverturm. Den Namen hat er allerdings erst im 17. Jahrhundert bekommen, wo dort Pulver gelagert wurde. Entstanden ist der Turm im 15. Jahrhundert, wo das zur Befestigung einer kleinen Burganlage bzw. Stadtbefestigung hier angelegt wurde. Wir haben gerade noch was zu Abendbrot gegessen, natürlich typisch tschechisch, böhmische Knödel mit einem schönen Schwarzbier. Hinter mir, was ihr gerade seht, ist das Jan Hus-Denkmal. Jan Hus ist ein Nationalheld von Tschechien, der gewirkt hatte im 14. und 15. Jahrhundert. Von ihm ging übrigens auch die Reformation hier in Tschechien aus.
eines der touristischen Highlights hier in Prag mussten wir uns natürlich auch geben. Wir haben uns gerade die astronomische Uhr am Rathaus angeschaut. Wir waren rein zufälligerweise zu der vollen Zeit hier und haben uns das Schauspiel mal angeguckt, was ihr gerade sehen konntet. Die Uhr stammt übrigens von 1410 und es ist wirklich sehenswert, das mal anzuschauen, wenn es eigentlich auch nur 5 bis 10 Sekunden dauert, bis wieder alles durchgelaufen ist. Dann muss man halt wieder warten auf die nächste volle Stunde. So, wir beschließen heute mal den Abend mit einem kleinen Spaziergang noch unten an der Moldau. Die Fahrt mit dem Zug war auch etwas anstrengend her. Okay, so viel brauchen wir ja nicht machen. Wir konnten ja in Kiel einsteigen und sind in Prag ausgestiegen. Aber das sind doch 8 Stunden, wo man doch nur so im Zug rumsitzt, nur wenig bewegen. Wobei es da auch relativ platznäher war ab Berlin. Da war dann nicht mehr so viel los und man konnte sich auch mal einen Gang hinstellen. Aber wie gesagt, wir belassen es heute an diesem Abend. Wir haben schon ein paar Eindrücke gesammelt von Prag. Also Liz ist schon mal sehr begeistert. Ich konnte einiges wieder auffrischen, wobei sich in den Jahren eine ganze Menge verändert hat. Aber es geht dann halt weiter am nächsten Morgen. Also es gibt hier noch eine ganze Menge zu sehen. Also dann bis morgen.